aber bis ich sinken muss, dauert es auch noch eine Weile. Und jetzt passiere ich gerade nochmal so ein Schlechtwettergebiet. Ich kann ja nochmal in diese Bodensicht schalten. Ja, man sieht auch, wie es regnet. Diese Eiseffekte auf der Windschutzscheibe, da weiß ich zwar, dass es die gibt, aber ich hatte sie selbst noch nie. Ich weiß noch nicht, wie man das provozieren kann oder ob man das provozieren kann. Wenn das jemand von euch weiß, auch gerne in die Kommentare posten. Würde ich gerne mal sehen, also in live. Ich habe sie im Video gesehen, in diesem Trailer zur CRJ 200. Das war schon cool. Habe ich schönes Wetter erwartet heute, aber war wohl nichts. Aber ich kann auch mal versuchen, wie weit ist es denn eigentlich noch? Ah, 137 nautische Meilen, da dürfte ich immer noch keinen Funk empfangen haben. Nee. Zumal das Wetter ja auch schlecht ist. Rundgang durchs Flugzeug starten. Das dürfte die Treppe sein, um aus dem Flugzeug rauszukommen. Exit. Können wir aus dem Fenster gucken? Ja. Was geht hier ab? Sah gerade aus wie Regen. Na gut, weiter geht's. Das sieht immer noch aus wie Regen. Hier ist zu. Ha, hier kann man so einen Berg sehen durch die Wolkendecke. Okay, offensichtlich regnet es hinten am Flugzeug, aber vorne nicht. Gut. Dann soll das so sein. Wenn das so weitergeht, lande ich hier bei dieser kurzen Strecke 200 nautische Meilen mit weniger Treibstoff als bei der Strecke von Hamburg nach Oslo. Auch auf der geringeren Höhe fliege ich auch mit mehr Drehzahl. Außerdem verbrauchen die Triebwerke auch in geringerer Höhe so oder so mehr Sprit. Meilen bis Sorox.
den Autopiloten schon mal auf 6000 ein. Auf diese Beschränkung mit 10.000 und höher scheiße ich einfach mal. Ja, da bekommt auf jeden Fall die Benutzung der IFR-Flugregel mal Relevanz. Doch, ganz gut so. Weil ich, wie gesagt, auf IFA in Norwegen auch mal richtig Bock hätte. So, noch 27 Meilen. Und dann beginnt der Star Approach. Seltsam. Jetzt habe ich meine Bodenansicht geschaltet. Ich weiß gar nicht, worauf der dann genau schaltet, ob das der nächste Tower ist oder sowas. Aber da seht ihr es. Klarer Himmel. Und hier das. Ein bisschen öde ist das ja. Bei den Wolken sieht man ja mal so genau nichts. Sich der Flug gerade gefühlt ganz schön in die Länge. Das sind jetzt noch 116 nautische Meilen. Bei 320. Oha. Offensichtlich wieder neue Wetterdaten. Ja.
Spaß. Ich werde jetzt sogar noch mal ein bisschen steigen. Ich gehe mal auf 18.000 Fuß. Ja, 2.500 Fuß pro Minute Steigrate ist okay. Genau jetzt, wo ich entscheide zu steigen, sind die Wolken natürlich vorbei. Wie ich es mache, mache ich es falsch. Auf jeden Fall geht das mit steigender Höhe auch alles schneller. So, und hier sieht es auch jetzt auch schon wieder ganz nett aus. Wobei das Wetter natürlich immer noch schrecklich ist. Nautische Meilen, bis wir am Punkt Sorok sind. Da beginnt dann endlich unser Landeanflug. Nur so ein kleines Loch in der Wolkendecke. Danach geht es wieder nahtlos weiter, wie ich sehe. Höhe zu fliegen hat vor allem einen Vorteil, es ist ruhiger. So, jetzt kann ich noch mal ein bisschen beschleunigen. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Schritt. Hier kriege ich von dem ganzen schlechten Wetter viel weniger mit. Man sieht das hier an der Geschwindigkeitsanzeige, dieser kleine magentafarbene Balken da, der die geschätzte Geschwindigkeit in einer gewissen Zeit anzeigt. Der wackelt nicht mehr so hin und her wie vorhin. Und das ist ein gutes Anzeichen dafür, dass ich hier vom Wind weniger abkriege. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich gerade über dieses Wolkenloch geflogen bin. Hier oben kann ich gut beschleunigen und nochmal ein gutes Stück Strecke wieder gut machen, was ich da an Zeit verloren habe zwischendurch. Sechs, vier jetzt.
erreiche ich auch wieder sinnvolle Geschwindigkeiten. Ich frage mich gerade, was das da unten ist. So, jetzt sind es noch 95 Meilen bis zum Flughafen. Ich weiß gar nicht, was die Frequenz, was die Reichweite der Information-Frequenz ist. Aber noch empfange ich da nichts. So, mach 0,7. Das ist jetzt erstmal ganz gut. Jetzt stelle ich die Höhe wieder auf 6000 zurück. Das war schon zu tief. Jetzt 6000. Doch, hier ist der Flug schön ruhig. So ein paar Aufwinde herrschen auch hier, ein bisschen turbulent, aber auf jeden Fall ist es hier so, dass ich ein bisschen schneller fliegen kann als unten. Jetzt so vom Radar gemeldet keine Wolken mehr angezeigt, also keine schlimmen Wolken. Nur das, was man hier so sieht. Auf jeden Fall keine mit richtig üblem Wetter. So, jetzt habe ich gerade ordentlich Zeit rausgeholt. 86 nautische Meilen noch. Ich werde jetzt versuchen, so lange wie möglich hier auf dieser Höhe zu bleiben und dann schnell zu sinken. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen. Wie gesagt, wäre natürlich anders, wenn man ein bisschen was von der Umgebung sehen könnte. Aber dem ist einfach nicht so und dann soll das halt nicht so sein. Die Szeneriedaten laufen nicht weg. Aussieht, ist das hier so eine Gebirgsregion von Norwegen. Ja, sieht ganz so aus. Was das hier soll. Ich glaube, das Flugzeug hat sich gerade so ein bisschen eingependelt. Weil es halt die 18.000 Fuß nicht exakt halten kann. Fängt allerdings auch zu spät erst an, die Sinkrate zu reduzieren. Ah, jetzt sieht es gerade mal ausnahmsweise ganz gut aus.
Naja, im Groben und Ganzen. Was ich übrigens auch schon gesehen habe, ist, dass man im X-Plane mit Autos durch die Gegend fahren kann. Müsste man eigentlich auch mal ausprobieren, wie man so auf den Straßen unterwegs ist. Ich meine, mal ein Interview gesehen zu haben mit Austin Mayer, dem Chefentwickler von X-Plane. Und der hat mal gesagt, er wünscht sich, dass es in seinem Simulator möglich ist, über die Straßen von seinem Wohnort zu irgendeinem anderen Ort zu kommen. Das ist natürlich ein hochgestochenes Ziel, wenn es ein Flugsimulator und kein Straßensimulator oder whatever ist. Aber finde ich doch cool, was er für einen Anspruch an seinen Simulator stellt. Was ich mir sowieso mal wünschen würde, wäre so ein Simulator, der einfach ja quasi alles abdeckt. Wo ein Flugsimulator drin ist, für die Leute, die gerne Bahnsimulatoren spielen, noch ein Bahnsimulator oder ein Fahrsimulator, halt einfach alles. Das wäre ein verdammt cooles Spiel. Ich glaube, wenn man sowas hätte, dann bräuchte man auch keine anderen Spiele mehr. Was ist das denn da? Sieht ein bisschen aus wie so ein Gletscher oder sowas. Ein großes weißes Plateau. Könnte gut sein. Ich glaube, ich weiß auch, warum man hier noch über 10.000 Fuß sein soll. Ich glaube, deutlich tiefer als 10.000 Fuß würde man hier Berge küssen können. Ich versuche mal zwischendurch nochmal wieder, ob ich Funk bei. Oh ja. Es wird gerade gesagt, man soll auf Runway 35 landen. Das habe ich ja direkt falsch gemacht, wenn ich mich da recht entsinne. Arrival. Jo, ich habe 1.7 eingestellt. Mal gucken, ob ich das noch ändern kann. Ich versuche es einfach mal. Klappt. So. Altimeter soll sein 2988. Da recht entsinne. Mal eben gucken. Ja, genau. Stelle ich Sinken mit einer Geschwindigkeit von 249 Knoten ein. Die Landelichter mache ich auch schon mal wieder an.
halt mal hier auf ein Heading. Ja, viel zu weit gedreht. Naja. Wird schon alles klappen. Jetzt kann ich mir das hier mal aus der Nähe angucken. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das sein soll. Ich werde doch besser mal die Anweisung befolgen. Und auf 10.000 above bleiben. Dass ich hier so einen Berg crashe. So, schon weg, dass ich ein bisschen schneller sinke. Spannend, so ein Anflug im Gebirge. Okay, dann kann ich auch schon mal wieder zurück auf Nav schalten. Hoffnung, dass der Autopilot gleich in der Lage ist, anständig wieder den Kurs zu übernehmen. So, jetzt habe ich nochmal auf Nav geschaltet. Jetzt sollte das eigentlich klappen. Aber man weiß ja, wie das ist mit eigentlich. So, das sieht aber gut aus. Mal gucken, wie geht's denn hier weiter.
Okay. Ich kann schon mal 7000 Fuß einstellen. Das scheint dann ganz gut zu klappen. Und jetzt habe ich den neuen Arrival-Kurs auch wieder erreicht. So, und gerade jetzt im Gebirge halte ich mich doch lieber ein bisschen an die Anweisungen, die da so aus dem Autopiloten kommen, beziehungsweise aus dem FMC, was die Höhen angeht, die man zu welchem Zeitpunkt haben soll. Beziehungsweise die man nicht unterschritten haben soll. Ist vermutlich recht sinnvoll. Jetzt sink ich auch gerade ziemlich schnell. Bei dem schlechten Wetter hier ist das natürlich auch alles doppelt wichtig. So, dieses Select Star First mache ich mal weg. Hat mich ein bisschen genervt. Ich sehe, auf dieser Weltumrundung kriegt ihr die spannendsten Zwischenfälle mit. Mal, dass das irgendwie mit dem ILS nicht klappt. Dann, dass meine Triebwerke zwischendurch ausgehen. Oder jetzt hier, dass ich auf die falsche Runway anfliege. Mache ich mich ein bisschen zum Affen mit, nehme ich an. Was soll's. Beginnt wieder holprig zu werden, wie ich sehe. Das ist jetzt echt übel, wie ich hier jetzt in diese Wolkendecke reinfliege. Mitten im Gebirge, keine Ahnung, was unter mir ist. Coole Nummer. Sinken. 2 Meilen noch. Das passt ziemlich genau. Ich kann meine Sinkrate kann ich ja jetzt über den Schub steuern. Habe ich 7000 Fuß erreicht. Ich stelle schon mal 6000 ein. Dann sinkt das Flugzeug direkt noch weiter. Nee, tut's nicht. Jetzt aber.
6000 Fuß ist die Höhe, die ich am nächsten Waypoint haben soll. Gewaltig diese Wolken. Jetzt zwar habe keine Anhaltspunkte mehr, wie ich mich bewege, doch jetzt kommt hier wieder so ein bisschen was vom Boden. Aber wenn ich aufs Display gucke, scheint mich ab und an mal eine ordentliche Windböe mitzunehmen. Okay, noch 33 nautische Meilen. Ist, dass ich das Heading gesetzt habe auf in etwa das, was dieser Route hier folgt. Das werde ich nämlich für den Endanflug nutzen. Jetzt mitten in den Wolken quasi nichts zu sehen. Immer mal wieder ein bisschen was vom Boden, aber selten. Aus der Bodensicht sieht man auch nur Berge. Bisschen aufregend alles, wie ich finde. So, die Höhe stelle ich wieder auf 4000 um. Meilen, dann drücke ich den Knopf wieder für Speed, damit ich wieder weiter sinke. Jetzt. So, ein bisschen Schub noch weg. So sieht's ganz gut aus. Gleich dürfte ich auch unten aus der Wolkendecke wieder rauskommen und dann endlich mal was vom Boden sehen.
Rand der Wolken bin ich auf jeden Fall schon. So. Ich habe hier gerade mal einen kurzen Cut gemacht. Okay, 4000 Fuß sind bald erreicht. Hier ist noch so ein bisschen Hochnebel. Und dann bin ich endlich unter der Wolkendecke. Schalte noch mal kurz das ATIS an. Brigand Luft on, Slend Information X-Ray, 800 Zulu Weather, Sky Conditions 2000, Scattered 6000, Scattered Visibility 20. Okay. Ich habe mal aufs Heading geschaltet, die Höhe runter auf 3000. Und ich sink auf 3000. So, jetzt schalte ich die Nav Source auf Nav 1. Der Landekurs, auf dem ich landen will, ist, was ist er denn? Ja, blöd. Muss ich nochmal nachgucken in der Flugkarte, habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ah. Liegt daran, dass er hier gar nicht dabei steht. Oder? Radial 161. Nö. Gut, dann muss ich halt 350 einstellen. Wäre in die andere Richtung sinnvoller gewesen. Okay, die Frequenz ist 110.5. Die stelle ich hier ein unter Radio 110.50 NAV 1. Gut, die ist drin. Okay, und ich mache das jetzt so, dass ich jetzt auf diesem Heading, was ich jetzt eingestellt habe, den Landekurs überquere einmal. Und dann in einer Linkskurve nochmal zurück auf das Heading fliege. Jetzt stelle ich hier ein, fliege in etwa eine Minute jetzt geradeaus. Ach Quatsch, so. Das habe ich aus dem Tutorial von J. Roland selbst. Da hat er gesagt, so funktioniert das in aller Regel am besten.
22 Sekunden. Noch 20. Noch 10. So, ich fange jetzt einfach schon mal an. Einmal eine Linkskurve, nicht ganz rumdrehen. Das ist wichtig, damit man auch wirklich eine Linkskurve fliegt. Das Speed war natürlich falsch. Und am Heading-Regler drehen. So, dann kann ich auch schon mal Approach einschalten. Und durch diese Linkskurve ist jetzt auch gewährleistet, dass ich zuerst auf den Localizer und dann auf den Glide Slope schalte. Weil sonst, habe ich euch ja erzählt, produziert das Flugzeug da so den ein oder anderen Fail. Ob das in echt auch so ist, weiß ich natürlich nicht. Sieht man jetzt diese Spiegelung von den Bergen im Wasser, das sieht übrigens extrem geil aus, wenn man mich fragt. Den Localizer-Kurs schneiden und dann hoffen, dass das Flugzeug automatisch auf Approach geht, sobald es den Kurs erreicht. So, dann sollte man auf jeden Fall sehen, dass hier die Heading-Lampe ausgeht. Hier sollte dann statt Heading sollte dann Localizer 1 stehen. Ja, das ist so ein bisschen der Plan. Schub weg, dann werde ich gleich die Klappen eine Stufe ausfahren auf 8 Grad. So, jetzt habt ihr es gesehen, hier ist jetzt Localizer 1 angegangen, hier ist Heading aus und das Flugzeug macht auch schöne Kurve. So, die Höhe von 3000 Fuß wird weiter gehalten. Wenn unser Flugzeug dann auf Localizer-Kurs ist und den Glide Slope interceptet, dann sollte automatisch auch der Glide Slope gehalten werden. So, das sieht doch auf jeden Fall alles schon mal sehr gut aus. Höchstgeschwindigkeiten für die Flaps stehen immer hier, 8 Grad da, 215. Ich kann sie sogar nochmal eine Stufe ausfahren. Das war jetzt gerade nicht der Plan. Aber das Flugzeug hat jetzt übrigens den Glide Slope aufgenommen, steht da. Ich weiß auch nicht so genau, was gerade passiert ist.
warum das Flugzeug auf einmal so einen Satz nach oben gemacht hat. So, klappt noch eine Stufe raus. Und da vorne ist auch schon die Runway. So, jetzt klappt ganz raus. Das Fahrwerk schon mal raus. Jetzt den Autopiloten so ein, dass er auf Null sinken darf, wenn er das für nötig hält. So, ich schalte nochmal in die Außenperspektive. Sieht man, Fahrwerk ist draußen, die Landelichter sind an, Klappen voll ausgefahren. Und diesmal ein herrlich ruhiger Sinkflug bis jetzt. 140 Knoten, noch eine schöne Geschwindigkeit und jetzt ist hier auch nur noch die Approach-Lampe an, der Flight Director und der Autopilot selbst, und bei 100 Fuß über Grund geht dann automatisch der Autopilot aus. Ich schalte nochmal kurz ATIS an, ob noch alles richtig ist. Ja. Der barometrische Druck ist nämlich auch immer wichtig zum Landen. Wird jetzt vermutlich die beste Landung, die ich in X-Plane bisher aufgezeichnet habe. Zumindest sieht es bisher danach aus. Und auch erstmalig ein schöner Anflug. So, mal gucken, ob man hier Papi-Lichter sehen kann. Ja, ich bin genau auf Landekurs. Sieht man auf beiden Seiten der Runway sogar. Fährt gerade so ein LKW ins Wasser. Oder gleich. Ah, nee. Schade. So, das wird doch eine super schöne Landung. Aus dem Fenster guckt. Super geil. So, ich lande auch gut im Gegenwind. Ich glaube tatsächlich, ich lande jetzt mit weniger Treibstoff, als ich in Oslo gelandet bin, für einen viel kürzeren Flug. Faszinierend. Ich habe vergessen, die Stoppuhr wieder auszumachen. So. 1500 Fuß noch. Perfekt auf Landekurs. So, jetzt passiere ich hier rechts noch so eine kleine Ortschaft. Oder Ausläufer von Bergen selbst. Wahrscheinlich ein Straßenback oder sowas.
kann auch eine Brücke sein. Ne, ist ein Straßenbug. Okay. So, jetzt kommt gleich die erste Höhenansage. Null eingestellt gehabt, jetzt aber. Das hat ja was gegeben. Ein echt schöner Anflug hier. Wie gesagt, bei 100 schaltet der Autopilot sich automatisch aus. Jetzt beginnt die heiße Phase. 400. So, gleich ist es soweit. Schon mal am Joystick so ein bisschen. 100. So, jetzt ist der Autopilot ausgegangen. 50. 40. 30. 20. 10. Spoiler raus, Umkehrschub. Übrigens, man sieht auch schön, wie die Runway den Konturen des Bodens folgt. Klappen wieder rein. So, das war ja mal eine richtig gute Landung heute. War eine Ausnahme im X-Plane, trotz schlechten Wetters. Gut, Runway habe ich verlassen. Ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch diesmal ein bisschen mehr Spaß gemacht als letztes Mal, wo es ja die Landung doch ein bisschen kacke war. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.